Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben die Schaufel gesucht. Ich habe sie endlich gefunden. 20 Minuten rumrennen, bis ich diese scheiß Schaufel gefunden hatte. Hier haben sie sie versteckt. Hinterm Wagen. So. Es regnet mal wieder. Es scheint in diesem Spiel immer zu regnen. Aber egal, davon lassen wir uns jetzt nicht abschrecken. Die erste dunkle Machenschaft werden wir jetzt tun. Dieses Spiel hat ja ein dynamisches Level-System, so wie Skyrim. Das heißt, wenn du was benutzt, levelst du es auch. Wenn du es nicht benutzt, wirst du auch nie besser in dieser, also wie bei Skyrim auch. Diese Art des Levels hat natürlich einige Vor- und Nachteile. Zum Beispiel, ich renne jetzt hier extra die ganze Zeit. Ich könnte auch die ganze Zeit nur schleichen, um Schleichen weiterzubringen, aber ich habe auch keine Lust, die nächste halbe Stunde, Stunde hier durch die Gegend zu watscheln. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal querfeldein. Ich habe noch eine Nacht geschlafen. Zu essen hatte ich jetzt nichts gefunden. In dem Haus war jetzt nichts mehr drin, was ich noch rausgrauen konnte. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal querfeldein hier. Was ist noch offscreen passiert? Ich habe extra aufgepasst, dass nicht zu viel passiert. Ja genau, einen interessanten Platz, wie sie es genannt haben, habe ich gefunden. Wenn ich mich da hinsetze, lerne ich mehr aus meinen Büchern. So, ich habe noch kein Buch gefunden. Lesen zu können ist eine coole Sache. Da muss ich mal gucken, wie wir das leveln können, wie das funktioniert. Weil ich denke, das ist ein echt sinnvolles Ding, wenn wir lesen können. So, jetzt haben wir frühen Tag. Gibt vielleicht bessere Momente, als am helllichten Tag da jetzt hinzulatschen. Da hinten ist der Galgen. Lasst mich raten, dann muss auch der Henker in der Nähe sein. Gehen wir uns die Ecke mal angucken. Weil wenn überhaupt, sollten wir hier nachts herkommen. Der Galgenberg, da ist er. Weil wenn wir hier erwischt werden, ich meine gut, wir haben jetzt noch sehr früh am Morgen. Ich sehe, es ist alles voller Blut. Da ist er. Das werden die unangenehmen Dinge des Lebens getan. Und wenn wir erwischt werden, jo, dann hängen wir quasi daneben, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, wo hier die Jungs bestattet werden. Hier. Hier ist das Grab. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hoffe, dass uns jetzt hier keiner erwischt. So, bevor wir hier weitermachen, werfen wir nochmal einen Blick nach links und rechts, dass uns keiner sieht. Gehen wir mal in den Sneak-Modus. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist der hin? Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Dafür reiße ich Peschek den Arsch auf. Ja, rate mal, wer den Ring hat. Hundertprozentig hat sich den doch der Henker gegriffen. Aber sowas von hundertprozentig. Aber es hat uns zumindest keiner erwischt. Oh, ganz bestimmt hat er sich den gegriffen. Der hat ja auch eine richtige Festung aufgebaut. Der Herr Henker. Herr Schmied hätte ich was gesagt, aber das bin ja ich. Ich traue mich da auch gar nicht groß reinzulatschen. Da sind seine Hunde. Nun gut. Ich glaube, ja, mal gucken, Schnellreise. Können wir das von hier aus auch machen? Hier einmal durch den Wald. So können wir jetzt ein bisschen Agilität noch rausholen.
Ich glaube, inzwischen habe ich genug Agilität für das Schwert zu benutzen. Ne, immer noch nicht. Lass mal schauen. Mindestens 3. Wir haben immer noch 2. Das heißt, Moment, Spieler, Agilität. Ja, hör auf, hier ich voll zu labern. So. Agile Stufe 2. So muss ich hier noch einmal komplett hoch, um da überhaupt irgendwas machen zu können. Wie es aussieht. Redekunst sind wir auch gut dabei. Ja, nur dieser Stern ist halt interessant. Nur was auf dem Stern ist, können wir hier auch machen. Das scheint aber auch nichts zu sein. Kampffertigkeiten können wir, glaube ich, auch nichts. Gehen wir mal so rum. Auch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Stecken wir den Zahnstocher mal wieder weg. Und rennen noch ein wenig durch den böhmischen Wald. Nehmen wir mal direkt die Abkürzung. Aber ich habe auch nicht gesehen, wir können auch keine... Oh, doch, 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 da. Brennnesseln. Blumen sammeln. Yeah, Blumen sammeln. Alchemie lässt grüßen. Brennnesseln. Holen wir uns mal ein paar Brennnesseln. So, ein, zweimal, dreimal Brennnesseln. Also müssen wir hier auch noch wachsam durch den Wald laufen. Das sind alles nur Brennnesseln hier. Brennnesseln haben uns jetzt ein paar gegriffen. Na komm, spring über den Zaun. Komm, hör auf mich anzumachen. Komm, Animation lief doch schon. Komme ich nicht über diese Zäune drüber? Genau in der Mitte? Nein, keine Chance. Da muss ich so rum. Naja, auf mich anzukläffen. Da oben ist die Burg. Da müssen wir auch hin. Da unten sind Schafe. Schafe, Schafe. Dann lasst uns doch da mal hinlaufen. Gibt es hier was? Ah, guck mal hier. Da war doch was. Minze. Vielleicht gibt es einen Perk, um die Animation zu überspringen. Nummer, nee. Der sich nach jedem Pflänzchen bückt. Kamille. Nehmen wir mal von jedem so 2, 3 mit. Kräuterkunde, neue Stufe erreicht, sag ich doch. Weil sich seine eigenen Heiltränke machen zu können, ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Das ist nie verkehrt gewesen. Beinwellen. Dann schauen wir mal, was wir hier noch alles rausziehen können. Das hier ist nichts mehr. Aber das ist natürlich auch krass, dass es überhaupt nicht angezeigt wird. Das heißt, ich muss über kurz oder lang selbst lernen, wie die Scheiße aussieht. Sonst finde ich es nicht. Und er zeigt es aber auch wirklich nur an, wenn ich da langsam dran vorbeigehe und genau drauf zeige. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu Bishek. Wo ist Bishek? Unerforschter Ort. Och, das ist doch direkt auf dem Weg. Kann ich da eigentlich einen Marker hinsetzen? Marker ist X. Kann ich. Wunderbar. Dann schauen wir uns den unerforschten Ort doch mal an. Im Laufschritt Marsch. Was ist das hier? Das ist eine gelbe Pflanze. Ich will eine gelbe Pflanze. Löwenzahn.
Und noch mehr Löwenzahn. Müssen unbedingt gleich mal gucken, wo man denn hier. Und dreimal Löwenzahn. Von jedem drei, soweit es geht. Was hat? Da war was. Auch Löwenzahn. Uiuiuiui. Oh, guck mal, ein Topf. Lecker. Einfach mal in so einem Topf vorbeigekommen, einfach mal was gegessen. Dann gehen wir noch mal gucken, was das hier für ein Ort ist. Eine oh, das ist das Badehaus. Was kann man denn bei ihr handeln? Oh, die hat die ganzen Tränke. Ein Liebestrank. Die Menschen werden dich lieben. Dein Charisma wird für 10 Minuten 5 Punkte erhöht, okay? Ein Fertigkeitsbuch zum Thema Vitalität. 32 Groschen will sie dafür haben. Gut, ich besitze 5. Ein Zubermädchen. Madame, was kostet denn hier ein Bad? Ich bin an euren Diensten interessiert. Was hättest du denn gerne? Da kann man bestimmt auch das All-Inclusive buchen, ne? Ich möchte ein Bad nehmen, meine Kleider reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden versorgen. Ich hätte gern ein Mädchen mit allem, was dazugehört. Sag ich doch. Da kann man auch das All-Inclusive-Programm buchen. Wunden habe ich keine, aber meine Kleider reinigen. Ich brauche ein Bad und saubere Kleider. Wie du willst. Hast du Geld? So, was wollt ihr denn haben? 10. Das ist mir zu teuer. 10 Groschen. Und wie viel würdest du zahlen? 10 Groschen willst du. Ja, komm, ich zahle 8. Ist das genug? Das ist ein schlechtes Angebot. Okay, sie kommt mir auf 9 entgegen. Komm, 8,5. Will sie nicht. Ich bin an euren Diensten interessiert. Da fliegst du halt immer. Und was darf sein? Mal gucken, was ein Mädchen kostet. Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Oh, 40. Das ist zu viel. Das ist es mir nicht wert. Wie du willst. Aber baden und saubere Kleider ist gut. Das nehmen wir mit. Ich möchte... Ja, ja, komm. Was bestellen? Bla, bla, bla. Baden und reinigen. Ein Bad. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Gut, dann falschen wir nochmal. Und wie viel würdest du zahlen? Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Guck mal, jetzt wird sie unverschämt. Na gut, komm. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. So, ach guck mal, wie unspektakulär. Da stehe ich schon wieder. Dasselbe Kerl, nur sauber. So. Also Mädchen kostet 40 Gulden oder 40 Groschen. Ich glaube, Groschen sind das, ne? Ein Badehaus. Das ist ja interessant. Kann ich das jetzt irgendwie sehen, wie sauber ich bin? Ah, guck mal hier, unsere Klamotten sind wieder weiß. Der Helm glänzt, der war vorhin ganz verrostet. Also sind wir hier richtig aufpoliert worden, ne? Aber irgendwie können wir das jetzt nicht sehen. Moment. Kurzer Hustenanfall. So. Können wir denn irgendwie unsere Sauberkeit sehen? Keine Ahnung. Irgendwie bestimmt. So. Nächster Halt. Bishek.
Bischek heißt der, glaube ich. Ich bin gerade... Zbyszek heißt der Mann. Ich bin gerade aufgeklärt worden, wie der wirklich heißt. Also wie man den Namen zumindest ausspricht. Ob der wirklich so heißt, habe ich jetzt vergessen. Aber da läuft er ja schon. Mal gucken, ob der wirklich so heißt. Zbyszek. Warte, da ist er. Nee. Peszek heißt der Mann. Gelobt sei Jesus Christus. Ach, guck mal, unser Helm glänzt. Ach, guck mal hier. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Das ist ja interessant. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. So zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ja, bin ich an einen geraten. Ich kann keine Schlösser knacken. Ich habe nie versucht, ein Schloss zu knacken. Hol mich der Teufel. Wie bin ich bloß an so einen Grünspan geraten? Dann muss ich es dir eben beibringen. Komm mit. Versuche, die Truhe zu öffnen. Das seht ihr jetzt. Also. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Das ist keine Hexerei. Es braucht bloß etwas Übung. Stochere nun mit dem Dietrich im Schloss herum, bis du die Stelle findest, an der sich die Zuhaltung befindet. Okay. Ah, hier. Okay. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Ah, okay. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ah. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen da bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Ich wechsle gerade mal kurz auf die Maus und die Tastatur. Vielleicht geht das, mit der Maus etwas besser. Das kann ich mir schon fast vorstellen, dass das etwas besser geht mit der Maus. Jetzt ist nur die Frage, wie ich jetzt die Zuhaltung drehe. Ah, so, okay. Naja, das ist so oder so nicht einfach, weil entweder da geht's. So, versuchen wir es nochmal. Schön vor. Oh mein Gott, irgendwie habe ich hier den Dreh nicht raus. Also man muss dieses Ding hier irgendwie immer auf diesem Punkt halten, oder was? Oder bin ich einfach nur... Oder verstehe ich es einfach nur nicht? Verstehe ich das Ganze jetzt bloß nicht, oder... Hä? Das ist aber seltsam. Also, das Ding hier muss leuchten, denke ich. Das ist schon mal richtig. So. Wenn ich das jetzt drehe, muss das immer am Leuchten bleiben. Aber das, dann bricht der ab. Ah ja, hier. Zum Schlösserknacken brauchst du einen Dietrich. Das ist der Ersatz. Haben wir den Dietrich abgenutzt, dass er brechen könnte? Ja, okay, bla bla bla. So. Ob du den Idealpunkt näherst, verrät er die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast.
Versuche nun, den Mechanismus zu drehen, oder dass er Dietrich im richtigen Stelle befindet. Blockiert der Mechanismus, beschädigt oder zerbricht sogar. Schaden verursacht ein Geräusch, ja. Den Dietrich benutzt, um schließlich zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren. Um eine Drehung in die Position... Oh Gott, Kinders, also, ne? Man hätte es auch noch ein bisschen komplizierter machen können. Huch. Wohin des Weges? Geht's dir gut? Mann. Och, jetzt lässt er mich nicht mehr. Hallo, Müller. Was ist denn? Was zum Teufel? Ich kann den Müller nicht ansprechen. Och nein. Jetzt bin ich quasi aus dem Minigame geflogen. Und kann auch nicht weiterspielen. Hey, hallo, Müller. Steck die Waffe weg, bevor dich eine Wache sieht. Ich kann mit dem Müller nicht reden. Ich bin quasi aus dem Minigame geflogen. Och Leute. Ja. Bugs sind manchmal echt unwitzig. Wirklich. Ich kann den Müller auch nicht anquatschen, nichts geht. Was etwas besser? So eine Scheiße. Hast du was verloren? Ja, hab ich. Den Dietrich. Kacke. Das bringt mir nichts. Tja. Das sieht so aus, als ob ich da einen Bug hätte. Also werde ich laden müssen und wahrscheinlich lädt der jetzt weiß Gott wo. Nun gut, meine Lieben. 20 Minuten wird die Folge nur lang. Ich muss versuchen, diesen Bug zu fixen. Weil es geht so nicht weiter. Ja, deswegen bleibt mir jetzt nur zu sagen, wir sind hier rausgeflogen aus unerfindlichen Gründen. Hat mich die ganze Sache einfach so zurückgeschleudert und in dem Augenblick hatte ich keinen Dietrich mehr in der Hand und kann auch den Müller nicht mehr ansprechen. Ich versuche jetzt den Bug zu fixen. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich das noch in den Griff kriege und nicht wieder von vorne spielen muss. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Ciao.